1168 markiert das Jahr, in dem der Bergbau im Erzgebirge seinen Anfang nimmt, durch einen zufälligen Silberfund bei Freiberg. Durch die Gewährung der Bergfreiheit durch Markgraf Otto von Meißen und der Verbreitung des Berggeschreis in den Montanregionen von Deutschland finden in den folgenden Jahren Bergleute ihren Weg nach Sachsen und später auch nach Böhmen. Und Prospektoren durchstreifen die Täler des Erzgebirges auf der Suche nach Silber. Das Prospektieren, also die systematische obertägige Suche nach nutzbaren Mineralien, steht am Anfang der bergmännischen Tätigkeit. In Tälern und Bächen suchen Prospektoren nach Spuren, die auf Erzvorkommen deuten. Solche finden sich oft in Wasserläufen oder treten an Geländekanten zutage. Sie zeigen an, dass in unmittelbarer Nähe Erzgänge die Oberfläche berühren. Die im Untergrund verlaufenden Erzgänge werden an Hangkanten und in Bachläufen freigespült. Nur hier werden sie für den Prospektor sichtbar und weisen ihm damit den Weg zum Schatz, der sich im Untergrund verbirgt. Der Abbau erfolgt zuerst obertägig. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil die Erzgänge unter der Erde verschwinden, muss der Bergmann Schächte und Stollen anlegen und absichern, Förderanlagen bauen und Unterkünfte errichten. Wo einst Wald war, entsteht jetzt eine Bergbausiedlung.